Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Bürger und Bürgerinnen, wir erleben gerade eine ganz gefährliche Aufrüstungsspirale, die den Frieden in der ganzen Welt gefährdet. Die Kündigung des INF-Vertrages durch Trump provoziert ein gefährliches atomares Wettrüsten. Dabei müssten wir doch abrüsten und Atomwaffen beseitigen in ganz Europa. Deshalb wollen wir, dass Europa eine atomwaffenfreie Zone wird. Wir erleben gerade, dass 1,7 Billionen Dollar für Rüstung und Wettrüsten ausgegeben wird. Und wir erleben, dass die EU eine völlig falsche Reaktion auf die gefährliche Rüstungspolitik von Trump zeigt. Es ist völlig falsch, Aufrüstung mit Aufrüstung zu beantworten. Wenn die USA aufrüstet, wenn ein atomares Wettrüsten stattfindet, dann muss die EU abrüsten und Friedenspolitik machen und darf nicht europäische Interventionsarmeen aufbauen. Und die Linke hat deshalb ein 5-Punkte-Programm vorgeschlagen, das dazu beitragen soll, dass die EU tatsächlich den Friedensnobelpreis verdient, den sie bekommen hat. Erstens, wir wollen Waffenexporte stoppen. In dem Jahr 2012, als die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat sie gleichzeitig am meisten Waffen in der ganzen Welt exportiert. Es passt doch nicht zusammen, dass man den Friedensnobelpreis bekommt und Rüstungsweltmeister ist. Von den 10 größten Rüstungsexporteuren der Welt sind 5 EU-Mitgliedsländer. Wir liefern an 43 autoritäre Staaten Waffen, obwohl doch die EU-Regelungen vorsehen, dass keine Waffen in Gebiete exportiert werden, die praktisch Konflikte anheizen, Menschen unterdrücken oder ohnehin schon fragile Staaten weiter destabilisieren. Das Gegenteil passiert. Und deswegen sagen wir, Waffenexporte in der ganzen EU stoppen. Und wir müssen Waffenexporte sofort in Krisengebiete beenden. Es geht im Übrigen auch nicht, dass Deutschland Waffen nach Saudi-Arabien exportiert, wie es jetzt wieder geschehen ist. Und Saudi-Arabien führt im Jemen einen ganz gefährlichen Krieg. Dieser Krieg muss sofort beendet werden und wir dürfen keine Waffen in den Nahen Osten exportieren. Das verbietet uns schon unsere eigene Geschichte. Zweitens, wir müssen abrüsten statt aufrüsten. Die Verträge in der EU, die stetige Aufrüstung vorsehen, sind falsch. Wir wollen, dass die EU die Verpflichtung der Staaten, ständig aufzurüsten, aufgibt. Und wir wollen aus der Rüstungsagentur der EU eine Abrüstungsagentur machen. Die Zeichen stehen auf Abrüsten und nicht auf Aufrüsten. Drittens, wir brauchen europäische Friedenspolitik. Anstatt eine Interventionsarmee aufzubauen oder anstatt PESCO, also praktisch strategische Rüstungszusammenarbeit, aufzubauen. In der Tat hat man manchmal das Gefühl, dass das Einzige, was die Europäische Union zusammenhält, die Rüstungszusammenarbeit ist. Und man plant dann gemeinsame Flugzeugträger, gemeinsame Waffenprojekte. Das Gegenteil wäre richtig. Die EU muss zum Land oder zum Kontinent der Friedens- und Abrüstungspolitik werden. Und wir müssen dringend die Entspannungspolitik in den Osten wieder aufnehmen. Es muss der Ehrgeiz der Europäischen Union sein, keine Waffenprojekte zu machen und keine Flugzeugträger zu bauen, sondern abrüsten und Friedenspolitik zu machen. Viertens, wir wollen die zivile Konfliktbearbeitung stärken. Es ist doch völlig klar, durch Aufrüsten geschieht kein Frieden. Frieden entsteht, indem man rechtzeitig verhandelt. Helmut Schmidt hat einmal gesagt,
lieber tausendmal verhandeln als einmal schießen. Und deshalb wollen wir im Übrigen auch einen europäischen Friedensdienst aufbauen. Das wäre ein sichtbares Zeichen für Friedenspolitik. Wir brauchen weder eine europäische noch eine deutsche Interventionsarmee. Und fünftens, wir wollen in die Zukunft investieren und nicht in den Krieg. Es ist unerhört, dass regionale Strukturförderung abgebaut wird und gleichzeitig 6,5 Milliarden ausgegeben werden für Verkehrswege, die panzerfest sind. Wir brauchen aber keine panzerfesten Verkehrswege, sondern wir brauchen mehr öffentlichen Personennahverkehr. Und wir brauchen ticketfreien öffentlichen Personennahverkehr. In ganz Europa wird zu wenig in Bildung, Erziehung und Gesundheit investiert. Es wird zu wenig in Infrastruktur investiert. Es wird zu wenig im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern investiert. Wir schlagen vor, 500 Milliarden zu investieren in Bildung, Gesundheit, Erziehung und öffentliche Infrastruktur und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen und der Deindustrialisierung ganzer Regionen entgegenzuarbeiten. Und da wäre das Geld tausendmal besser aufgehoben, als in Panzer und Raketen zu investieren. Diese fünf Punkte wären ein erster Schritt zu einem friedlicheren Europa hin zur Abrüstung und aktiver Friedenspolitik. Und das wäre das Europa, das wir uns vorstellen. Nicht ein Europa der militärischen Intervention und der militärischen Zusammenarbeit und der Waffenexporte. Und deswegen unterstützen wir in ganz Deutschland die Ostermärsche, die morgen beginnen, wo hoffentlich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen und für Frieden und Abrüstung demonstrieren, weil es muss definitiv Druck auf die herrschende Politik ausgeübt werden, endlich Friedens- und Abrüstungspolitik in die Wege zu leiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.